Virtualisierung mit Zen. Genau. Erzählen. Bitte schön. Ja, guten Tag erstmal. Mein Name ist Rainer Rottmann. Ich bin IT-Consultant bei der ATEX AG und ich möchte euch heute etwas über ein interessantes Thema, wie ich finde, erzählen, und zwar über Virtualisierung mit Xen. Und zunächst einmal darf ich mich dafür bedanken, dass ich wirklich hier bei der FrostCon erneut vor einem so großen Publikum sprechen darf. Das ist auch nicht, das habe ich auch nicht jeden Tag, und ich darf Ihnen gleich sagen, dass Sie es mal verzeihen mögen, wenn ich vielleicht mal bloß in eine Richtung spreche oder nur in die andere. Das ist für mich auch noch etwas ungewohnt, aber ein guter Trick dabei ist, stellen Sie einfach Fragen, dann muss ich automatisch meinen Kopf in Ihre Richtung drehen und ich muss mich dann ganz Ihnen widmen, und ich glaube, so können wir dann auch einen besseren Dialog gestalten und ich kann Ihnen dann mehr erzählen, was Sie tatsächlich dann auch über diese Virtualisierung mit Xen wissen möchten. Als ich mich auf diesen Vortrag hier vorbereitet habe, habe ich natürlich alle Informationen über Xen versucht herauszufinden und natürlich auch gegoogelt danach. Und relativ schnell findet man dann auch dieses Zitat von Werner Vogels, das ist der Chief Technology Officer, also derjenige, der für die IT verantwortlich ist bei Amazon.com. Und im Rahmen eines neuen Projektes wird auch dort Xen eingesetzt für die Amazon-Plattform. Und der Herr Vogels hat ja auch gesagt, und ich versuche das ins Deutsche zu übersetzen, dass Xen einfach ein prima Produkt ist, und es macht es so besonders, vor allem dadurch, dass es eine sehr starke Community dahinter hat, die vor allem die Innovation nach vorne treibt. Warum das Ganze? Zunächst, vielleicht kann ich einfach mal in die Runde fragen, wer von Ihnen hat schon mal mit Virtualisierung Erfahrung gemacht, sei es Xen oder eine andere Technologie? So habe ich mir das fast gedacht. Und jetzt vielleicht nur diejenigen, die mit Xen arbeiten. Merkwürdig, je öfter ich diesen Vortrag halte, desto mehr gleicht sich das aus. Das heißt, man sieht ja eigentlich auch für jede Veranstaltung, wie sich eigentlich der Anteil der Xen-Instanzen für die Virtualisierung auch beim Publikum immer weiter nach oben vorantreibt. Und wenn das kein Anzeichen ist für den Erfolg, dann weiß ich auch nicht. Aber für diejenigen, die jetzt noch wenig Erfahrung mit Xen haben, möchte ich einen kurzen Überblick geben, was das überhaupt ist. Und Sie dürfen mich gerne, wie ich schon gesagt habe, bei Fragen unterbrechen. Zunächst einmal, Xen ist eine ausgereifte Plattform, die man verwenden kann für Open Source Virtualisierung. Was bedeutet das? Nun, stellen Sie sich vor, Sie haben Server in Ihrem IT-Bereich zu verwalten und sehen, dass einige Server überhaupt nicht ausgelastet sind. Und das ist heutzutage bei den sehr leistungsfähigen Komponenten natürlich sehr alltäglich. Die beste Methode ist es, indem man einfach versucht, verschiedene Dienste zusammenzufassen. Das geht unter Linux sehr einfach, weil es eben auch ein Betriebssystem ist, das dafür eigentlich designt wurde, dass sehr viele Aufgaben bewältigt werden. Es ist ein robustes Serversystem. Aber oftmals will man eben auch aufgrund der Administration eine gewisse Separierung haben zwischen den Diensten. Und für all diese Fälle ist Virtualisierung eine sehr wichtige Methode, die eigentlich in jedem Unternehmen heutzutage Einzug findet. Und ich selbst nutze es sogar privat, weil ich auch nicht immer will, dass auf meinem System, was ich standardmäßig laufen habe, alle Applikationen, die jetzt im Server im Hintergrund nur manchmal benötigt werden, immer fortan laufen. Das kann ich schön kapseln in eine virtuelle Maschine und kann es zum Beispiel auch mitnehmen auf dem Laptop oder zu sonstigen Systemen. Ja, Xen kann, wie ich schon sagte, virtualisieren. Darunter versteht man, dass man physikalischen Server weiter unterteilen kann in logische Ressourcen. Das wären zum Beispiel Abschnitte vom Arbeitsspeicher, Abschnitte der CPU, und ich kann diese logischen Ressourcen dann frei zuweisen zu den einzelnen Applikationen, zu den einzelnen virtuellen Maschinen, die ich auf dieser Struktur laufen habe. Aber ich habe ja gesehen, Sie setzen dasselbe auch ein, beziehungsweise haben schon davon gehört, also wird das auch nichts Neues für sich sein. Entstanden ist Xen an einer Universität. Ich denke auch, wenn man so sieht in dieser Runde, es gibt an Universitäten einfach ein gewaltiges Potenzial an Entwicklung. Und immer wieder kommen solche Projekte von Universitäten, die dann irgendwann auch kommerziell werden müssen, um es weiter voranzutreiben, um auch entsprechend Kapital zu bekommen, um die Open-Source-Gemeinde nochmal zusätzlich zu festigen. Und bei Xen war das genauso. Und dank GPL bleibt es auch weiterhin so, dass es eine Community-Version gibt unter Open-Source. Und
alle Hersteller, die sich jetzt hier dran beteiligen, teilweise auch selber kommerzielle Lösungen um Xen stricken, haben sich natürlich dann auch committed zu dieser Open-Source-Idee und unterstützen dadurch das Projekt als Gesamtes. Darunter sind namhafte Hersteller zu finden und steht zwar jetzt hier nicht auf der Liste drauf, auch Windows-Hersteller Microsoft ist auch mittlerweile ein Bestandteil von dieser Xen-Community, weil Microsoft selber auch versucht, diese Technologie weiter zu verwenden und vor allem wollen sie nicht, dass der Zug Xen an ihnen einfach vorbeifährt. Das heißt, einfach aus Selbsterhaltungstrieb müssen sie sich dann hier auch wieder Open Source öffnen. Xen besitzt, und das ist maßgeblich für diese Technologie, einen gewaltigen Technologievorsprung, nämlich es setzt Paravirtualisierung ein. Darauf komme ich noch später zurück, was sich darunter genau verbirgt. Zunächst kann ich darüber sagen, dass es eine Virtualisierungstechnologie ist, die sehr ressourcensparend ist. Das heißt, ohne viel Overhead können hier virtuelle Maschinen auf dem Serversystem, das Virtualisierung anbietet, betrieben werden. Erreicht natürlich dann auch, dass entsprechend mehr virtuelle Instanzen darauf laufen können und die Stabilität wird dadurch auch erhöht, dadurch, dass so ein System nicht zu stark ausgelastet wird. Was versteht man unter Paravirtualisierung? Im Prinzip ist es eigentlich ein ganz genialer Ansatz, der hier verfolgt wird. Nämlich, bisher war es so, dass Virtualisierung einfach alles versucht hat zu emulieren. Das Gastsystem hat eigentlich gedacht, man befindet sich auf einem normalen Server und alles, die ganze Interaktion dieses Betriebssystems wurde mit dem Serverbetriebssystem, das die Virtualisierung anbietet, quasi emuliert, virtualisiert. Aber der Ansatz von Xen ist jetzt, warum soll man nicht dem Betriebssystem, das jetzt in einer Gastinstanz laufen soll, warum soll man dem nicht sagen, dass es virtualisiert wird, dass es sich darauf einstellen kann und ganz anders mit dem Serversystem, das die Virtualisierung anbietet, interagieren kann. Dazu ist es allerdings notwendig, dass das Gastbetriebssystem modifiziert wird. Man muss natürlich dem Betriebssystem sagen, ja, wie kann es erkennen, dass jetzt eine Virtualisierung stattfindet und dann, was soll es tun in diesem Fall? Bei Open Source ist es ganz einfach. Man braucht nur eine Idee zu haben und man kann sie dann auch umsetzen in diesem System, weil jeder natürlich seine Ideen, wie man ein solches Betriebssystem modifizieren kann, natürlich auch wieder ins Produkt mit hineinstecken kann. Bei Closed-Source-Produkten ist man auf die Unterstützung des Herstellers angewiesen, aber da Xen auch immer größere Bedeutung in der freien Wirtschaft erlangt hat, ist es so, dass auch sehr viele Closed-Source-Betriebssysteme auf Xen setzen und entsprechend auch Unterstützung bieten. Resultat der Paravirtualisierung ist nahezu optimale I/O-Performance, weil hier quasi nicht über virtuelle Geräte gesprochen wird, sondern es wird in diesem Fall einfach eine API bereitgestellt von Xen, die eine direkte Kommunikation mit der Hardware ermöglicht. Hat Vorteile in der Performance, hat aber natürlich auch Nachteile, aber dazu kommen wir später auch noch. Der Virtualisierungsaufwand typischerweise wird so in den Angaben, die man findet in der Literatur, bei etwa 3% gesehen. In der Praxis kann man das eigentlich auch erreichen, aber ist schon relativ optimistisch gerechnet. Die Vorteile von Xen. Zunächst einmal ist es Open Source. Bei der Implementierung wurde darauf geachtet, dass Industriestandards verwendet werden. Xen separiert zuverlässig Gastsysteme. Xen ersetzt mit seinem Virtualisierungsansatz andere Virtualisierungsmethoden und ist dadurch deutlich günstiger. Als Beispiel wurde hier genannt Hardware-Virtualisierung, wie man es beispielsweise bei großen Richtung Mainframe gehenden Systemen kennt. Hier hat man eine Virtualisierungsmöglichkeit bereits in Hardware gegossen. Das kann man mit Xen softwaremäßig abbilden. Was einen Vorteil hat, dass man sich zum Beispiel keine teuren Unix-Systeme hinstellen muss, die natürlich zwar gute Leistung und gute Qualität bieten, aber für die man dann auch entsprechend viel Geld hinlegen muss. Xen schafft das auch mit Standard x86 oder x64 Hardware und ist natürlich dann auch für viele interessant, die sich vielleicht das gar nicht leisten können. Man denke zum Beispiel auch an den Einsatz von Xen in Ländern, die noch nicht so weit entwickelt sind. Xen verteilt sehr einfach virtuelle Maschinen und das geht
vor allem durch die einfache Konfiguration. Wie man es von einem Linux-System her kennt, es wird alles gespeichert in normalen Dateien. Alles ist eine Datei. Jeder kennt diesen Spruch, der mit Linux schon mal gearbeitet hat. Und das ist auch hier wieder ein Konzept, was sehr gut ist. Die Konfiguration ist nicht irgendwo in einer Datenbank festgehalten. Nein, sie ist in einer zentralen Datei, die relativ einfach aufgebaut ist und gut dokumentiert wurde und entsprechend auch Spielraum lässt für die Konfiguration. Xen eignet sich dadurch dann auch hervorragend zur Automatisierung, weil natürlich es jetzt möglich ist, diese Konfigurationsdateien beispielsweise durch Skripte automatisiert erstellen zu lassen. Ich kenne es von Kunden, die sich dann eigene Skripte geschrieben haben, die dann zum Beispiel die MAC-Adresse für ein neues System automatisch reinsetzen, sagen, welche Kickstart-Installation für ein Betriebssystem genommen werden soll, es werden automatisch Benutzer angelegt. Das alles kann man relativ einfach automatisieren und Xen bietet dadurch, dass es eben so offen ist, eine entsprechende Schnittstelle dazu, die man bei anderen Betriebssystemen eher über eine API abbilden muss. Und man muss es ehrlich sagen, wenn ein Programmierer von API hört, freut er sich zwar zunächst und es bietet eine Schnittstelle, um eben auch automatisieren zu können, aber eine API erfordert natürlich auch immer eine Einarbeitungszeit und das scheuen natürlich auch sehr viele und es ist viel einfacher, wenn die Konfigurationsdateien direkt geändert werden können. Was auch ein Vorteil ist, bei den Linux-Betriebssystemen, die sich für die kommerzielle Welt geöffnet haben, sei es Novel SUSE, Linux Enterprise Server oder von Red Hat das Enterprise Linux, die haben alle auch Xen mit dabei. Und das bedeutet natürlich auch, dass Xen immer weiter auch vorstößt in Regionen, wo es vielleicht sehr schwer ist, überhaupt reinzukommen, wo es erstmal gilt, gegen Windmühlen anzulaufen und erstmal zu zeigen, was Xen eigentlich für ein Potenzial bietet und wie es letztendlich auch andere Virtualisierungsmöglichkeiten ablösen kann. Und ich habe es schon gesagt und der CTO von Amazon hat es auch in seinem Zitat gemeint, Xen besitzt einfach eine sehr große Open-Source-Community, die sich sehr aktiv beteiligt. Ohne Licht aber auch mit jedem Licht gibt es aber auch Schatten und das sollte man auch wissen. Xen hat auch einige Nachteile, hier sind nur einige genannt. Für Anfänger scheint Xen vor allem die steile Lernkurve schwierig. Man kennt es, viele Leute haben VMware eingesetzt, weil es sehr einfach ist. Durch die kostenlose Bereitstellung von VMware Server findet es zunehmend auch Einzug im eigenen Haushalt. Und man muss wirklich gestehen, dass dieses Produkt ausgefeilt ist, was die Benutzerführung anbelangt und man sehr schnell eigentlich virtuelle Maschinen dann erzeugen kann. Bei Xen erfordert das eigentlich zugegebenermaßen eine gewisse Einarbeitungszeit, weil die Paravirtualisierung vor allem auch neuartige Konzepte mit einbringt und man sich erst auch einmal über die Konfiguration von Xen informieren muss. Aber ich denke, jeder, der Linux einsetzt, der kennt den Spruch RTFM. Und das sollte man auch bei Xen einfach machen. Wenn man es einsetzen möchte, muss man einfach das großartige Manual dazu lesen. Und man wird dann auch meistens Erfolg haben, seine virtuelle Umgebung aufzusetzen. Der nächste Punkt, der spricht auch wieder an. Ich möchte auch hier wieder einen Vergleich machen zu VMware. Die GUI ist schon wahnsinnig gut. Also sie ist sehr intuitiv. Leute, die vorher mit Virtualisierung noch wenig zu tun haben, finden sich sehr schnell zurecht. Für Xen gibt es auch GUIs. Sie decken auch das meiste ab. Aber im Prinzip sind das alles Frontends für die Konsolentools und da freuen sich die Linux-Admins wieder. Es geht irgendwann nicht mehr an der Konsole vorbei. Wenn es um komplexe Szenarien geht, ist man normalerweise mit der Kommandozeile besser bedient, wenn man hier direkt die Maschinen steuert und wenn man die Konfigurationsdateien direkt bedient und nicht irgendwelche GUIs dafür nutzt. Was auch Nachteil ist von Xen, dadurch, dass es erst vorstößt, im kommerziellen Bereich stark vertreten zu sein, sind noch nicht alle Anwendungen dafür zertifiziert. Das heißt, für manche Dinge kann man es einfach kommerziell noch nicht einsetzen. Aber daran arbeitet man und gerade die großen Hersteller von Enterprise Linux, die arbeiten vor allem auch daran, dass dann hier entsprechend die Applikationen auch unterstützt werden. Was ein wichtiger Punkt ist, Anwendungen können sich in seltenen Fällen
bei der Virtualisierung mit Xen anders zu verhalten. Das ist auch der Punkt, warum manchmal die Zertifizierung so schwer fällt, weil man den Einsatz mit Xen einfach durchprobieren muss. Man muss sich so eine Maschine hinstellen, muss die Applikation darauf installieren und man muss vor allem das immer wieder machen mit dem neuesten Release von Xen, mit dem neuesten Release der Applikation, mit dem neuesten Release des Betriebssystems. Diese Prozesse sind natürlich sehr aufwendig und die Hersteller der Applikationen wollen natürlich versuchen, das auf möglichst wenige Arbeit zu reduzieren und deswegen ist halt hier auch die Zertifizierung so schwierig. Aber was könnte es noch sein, was hier ein Hemmschuh ist, dass es auf ein physikalisches System anders sich verhält? Im Prinzip werden halt auch hier Modifikationen gemacht am System, die dem Betriebssystem sagen, es ist virtualisiert und es arbeitet halt nicht hundertprozentig genau so wie das unmodifizierte System. Man muss im Einzelfall das einfach testen. Weitere? Ja, zum Beispiel der Bootprozess, der ist bei Xen völlig anders als bei einem normalen Betriebssystem. Es wird zum Beispiel der Bootmanager ausgetauscht. Manche Systeme vertrauen aber darauf, dass dann zum Beispiel beim Bootmanager einzelne Parameter dann angegeben werden. Das muss dann extra nochmal in diese Konfiguration für den Bootmanager übernommen werden. Das funktioniert dann nicht zum Beispiel über die Standard-Grupp-Einträge, die vielleicht bei der Installation vom RPM automatisch gemacht werden. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Wo es dann auch schwierig wird, es gibt sehr viele Open-Source-Virtualisierungsmöglichkeiten, QEMU zum Beispiel oder KVM und manche Hersteller von Enterprise-Betriebssystemen widmen sich auch unterschiedlichen Virtualisierungskonzepten. Das hat einen Grund, dass man natürlich versucht, in einem Bereich dann voranzukommen, wo der andere Hersteller vielleicht dann noch Defizite hat und versucht dann, sich hier eine eigene Nische auch zu schaffen. Es ist der Vorteil von Open Source, dass eben für alle Zwecke unterschiedliche Lösungen existieren und es ist auch sehr gut so, dass es sich diversifiziert. Das heißt, man hat dann immer die Wahl, was man für eine Applikation für die Virtualisierung verwendet. Der Vorteil von der Performance ist für Xen auf jeden Fall ein überwiegender Teil und deswegen ist es auch kein Problem dafür, dass sich die Arbeit, die die Entwickler machen, sich auf unterschiedliche Projekte verteilt. Was sehr schwierig auch ist bei Xen ist, und das trifft aber nur bei sehr großen Instanzen zu, dass es irgendwann sehr komplex wird zwischen den einzelnen Xen-Instanzen und irgendwann verteilt man die auch auf verschiedene Server, dass man hier die Konfigurationen auf allen Instanzen identisch hält. Und ein weiterer Nachteil ist, man kennt es, virtuelle Appliances gibt es für kommerzielle Virtualisierungsplattformen, die sind bei Xen noch im Aufbau, die kommen immer mehr, die meisten Hersteller liefern mittlerweile auch Xen-Instanzen auf, um einfach mal ein Betriebssystem auszutesten. Und in der Open-Source-Welt ist es sowieso so, dass dann immer versucht wird, eine Live-DVD zu erstellen oder beispielsweise dann auch eine virtuelle Appliance zu liefern. Aber jetzt zum Beispiel, wie man es von VMware kennt, dass dann schon vorgefertigte Mail-Server und so weiter existieren, da sind zwar schon Projekte am Laufen, aber es ist momentan noch relativ wenig vorhanden. Ja, wo wendet man Xen an? Hauptsächlich bei der Konsolidierung von wenig ausgelasteten Systemen, das habe ich am Anfang schon gesagt. Man möchte natürlich auch Anwendungen und Hardware voneinander entkoppeln. Der Grund ist das, normalerweise ist Hardware eingekauft und wird vielleicht in 3 Jahren abgeschrieben. Die Software, die aber auf diesem System läuft, wird nach 3 Jahren nicht abgeschrieben, die läuft vielleicht noch 10 Jahre weiter. Und hier ist es vor allem wichtig, dass man zum Beispiel die Hardware dann unabhängig von dem Betriebssystem, unabhängig von der Applikation austauschen kann. Und da bietet Xen eine ideale Möglichkeit mit dieser Virtualisierung, dass eben die Anwendung in eine virtuelle Instanz hineingepackt wird, die dann auf verschiedenen Systemen einfach verschoben werden kann. Verschiebung, da gibt es vor allem dann auch eine Spezialität von Xen, die es auszeichnet von gegenüber anderen Open-Source-Systemen. Es gibt eine Live-Migration von Anwendung auf neue Systeme, die sehr sauber funktioniert und auch in der Praxis erprobt ist. Was versteht man darunter? Im Prinzip, man kann, wenn man 2 Xen-Server im Einsatz hat, eine virtuelle Maschine einfach im laufenden Betrieb auf ein anderes System hinüberschieben. Und der Anwender, der sich auf diese Maschine verbunden hat, der merkt eigentlich nichts. Auch die Netzwerkkonnektivität wird eigentlich nur minimal unterbrochen. Wie das genau funktioniert, werde ich später noch zeigen. Was auch wichtig ist, dass man Anwendungen und Fehlerquellen isolieren kann mit Xen. Wo ist das zum Beispiel sinnvoll? Man denkt sich zum Beispiel, wenn eine wichtige Komponente ausfällt und man hat
jetzt zum Beispiel auf dem Server mehrere Applikationen laufen. Dann würde mit dem Ausfall von einem Server verschiedene Applikationen sofort ausfallen. Im Falle von Xen hat man die Möglichkeit, dass diese dann automatisch gefailovert werden auf eine andere Instanz. Das heißt, hier kann man ein gewisses Grad an Hochverfügbarkeit realisieren. Auch wichtig ist eine Abschottung von sicherheitskritischen Systemen. Man stelle sich vor, wenn man eine virtuelle Instanz hat, dann ist es in der Regel so, wenn ein Angreifer sich Zugang zu diesem System verschafft hat, ist er noch nicht in der kompletten Infrastruktur. Es gibt zwar mittlerweile Studien, die das sogenannte Blue-Pill-Phänomen zeigen, dass es eben möglich ist, auch über eine Gastmaschine dann Zugriff zur physikalischen Maschine zu erlangen. Aber das sind eher Studien, die nur in sehr beschränktem Maße auch in der Realität Anwendung finden können. Was auch wichtig ist, man kann die Infrastruktur mit dem Einsatz von Xen auch sehr unabhängig voneinander upgraden. Man stelle sich vor, man hat die Aufgabe, verschiedene Server einfach von jetzt auf nachher auf ein neues Betriebssystem-Release umzustellen. Aber man hat Applikationen darunter, die zum Beispiel nur mit einer älteren Version von dem Betriebssystem einwandfrei funktionieren oder erst da getestet sind und auf dem neuen System erstmal wieder durch einen QA-Prozess durch müssen. Hier hat man die Möglichkeit, dass man einfach eine virtuelle Maschine mit dieser Einzelapplikation baut und diese dann weiterlaufen lässt in der alten Betriebssystemversion, aber trotzdem voranschreiten kann und kann parallel eigentlich schon den Rest der IT-Landschaft auf das neue Release bringen. Einrichtung von hochverfügbaren Applikationen, das ist auch ein Thema, was ich vorhin schon angerissen habe. Man kann natürlich mit Xen noch einen Schritt weiter gehen und kann jetzt zum Beispiel sagen, man richtet in dieser Xen-Instanz auch Cluster-Systeme ein. Cluster-Systeme, die auf verschiedenen Xen-Knoten oder vielleicht auch mit physikalischen Servern verbunden sind. Da ist es auch sehr einfach, wenn man hier in Xen dieses betreibt. Man muss allerdings sich hier im Klaren sein, dass man A, durch den Einsatz von Xen eine weitere Komplexitätsebene mit hineinbringt und wenn man noch Cluster darin betreibt, nochmal eine zusätzliche Komplexitätsebene reinbringt in seine Landschaft und das natürlich auch immer berücksichtigt werden muss, weil je mehr Komplexität ich habe, desto mehr steigt mein Aufwand. Deswegen muss man hier auch versuchen, dann wieder eine Technologie zu wählen, die das alles wieder herunter reduziert. Und was natürlich auch für die meisten Administratoren interessant ist, Xen bietet die Möglichkeit, dass ich einfach sage, okay, diese Hardware hat jetzt einen Fehler, ich verlagere alle Maschinen auf eine andere Xen-Instanz und habe jetzt die Möglichkeit, dass ich den Server mal runterfahren kann, kann mal nachschauen, ist es ein Arbeitsspeicherriegel defekt, habe ich irgendwelche Probleme in der Festplatte, kann ganz in der Ruhe, kann ich die Reparatur vornehmen oder kann sagen, okay, dieser Server, der schafft meine Leistung nicht mehr und ich möchte jetzt eine neue Architektur hier hinstellen. Da kann ich dann auch sagen, okay, ich schalte den einfach aus, setze einen neuen Server hin, installiere dort wieder Xen und dann kann ich wieder die Applikation rüber verschieben und dort wieder starten. Einen ganz kurzen Überblick möchte ich geben über die kommerziellen Lösungen und wie die sich eigentlich mit der Freeware-Version, mit der Open-Source-Version von Xen eigentlich verheiraten lassen. Zunächst einmal, das Wichtigste bei Xen ist, es gibt eine kommerzielle Variante Xen Source. Aber wie es bei Open Source üblich ist, sie verkaufen nicht Xen, sie verkaufen eigentlich mehr die Leistungen, die sie um Xen anbieten. Das heißt in erster Linie Zusatzprodukte, die die Arbeit mit Xen erleichtern und vor allem auch Service, der jetzt eigentlich für Unternehmen interessant wird. Ebenso Virtual Iron, auch hier ist es so, dass im Prinzip der Open Source Xen eingesetzt wird, vielleicht teilweise in einer etwas neueren Version, weil sie eher sagen können, okay, das ist für uns eine stabile Version, die wir einsetzen können. Aber auch hier ist es so, dass Add-on-Produkte angeboten werden, die dann zum Beispiel Lösungen bieten, um bestehende physikalische Server in Xen-Instanzen umzuwandeln, um andere virtuelle Server, zum Beispiel VMware-Instanzen, nach Xen zu migrieren oder um zum Beispiel das Deployment zu automatisieren und entsprechend auch eine GUI zu bieten, die eine leichte Überwachung ermöglicht. Weil viele schreckt das eben ab, dass man zum Beispiel die Überwachung realisiert über Nakios und dann sich zum Beispiel benachrichtigen lässt, wenn ein Server ausfällt. Sie wollen dann vielleicht einfach eine GUI haben, wo dann der Status von der Xen-Maschine nochmal dargestellt wird und eventuell reicht dann die mitgelieferte nicht. Hier ist es dann meistens so, dass sie sich dann für zusätzliche Produkte entscheiden. Aber im Prinzip, und das ist die Kernaussage hier, im Prinzip verwenden die nichts anderes. Sie kochen auch nur mit Wasser, sie verwenden das normale Xen-Source. Und eigentlich die Leistungen, die den Mehrwert hier auszeichnet, sind eigentlich nur die Zusatzprodukte und der Service. Wie ist es bei SUSE Linux?
Im Prinzip wird hier Xen Source, wird hier die GPL-Fassung von Xen schon bereits bei dem Betriebssystem mitgeliefert und versucht, in die eigene Produktpalette mit aufzunehmen. Auch hier ist es so, Xen wird nicht verkauft, hier wird der Service außenrum verkauft und es wird die Verknüpfung quasi von Xen mit dem bestehenden Management-System verkauft. Zum Beispiel bei Xen im Zusammenhang mit Novel SUSE Linux ist es so, dass hier eine Integration stattfindet in das YAS-Setup-System und man hier eine eigene Möglichkeit hat, die Maschinen zu steuern. Und natürlich auch andere Methoden nutzen kann von diesem Betriebssystem, zum Beispiel AutoYAST, um dann Maschinen auf dieser Instanz dann zu erzeugen. Was bei der Novel SUSE interessant ist, sie setzen das Cluster-Dateisystem OCFS2 ein. Und ein Cluster-System, das werde ich nachher noch zeigen, ist die zwingende Voraussetzung dafür, dass man eine Live-Migration machen kann. Oder man hat es auf NFS liegen, aber in der Regel wird man im kommerziellen Umfeld, in produktiven Umgebungen wird man wahrscheinlich ein Cluster-File-System einsetzen, weil um eine Live-Migration zu machen, müssen natürlich beide Serverinstanzen ein gemeinsames Bild auf die virtuelle Maschine haben, um dann auch auf die gemeinsamen Daten zuzugreifen. Was bei Novel SUSE interessant ist für Firmen, ist, dass durch die Verbandelung mit Novel und Microsoft, dass hier Windows-Virtualisierung stärker vorangetrieben wird und auch eher getestet wird. Aber die Frage ist natürlich, inwieweit das der Linux-Community interessiert. Was auch zu erwähnen ist, Novel SUSE versucht mit seinem Linux-System, sich sehr stark mit Enterprise-Applikationen wie zum Beispiel SAP abzustimmen und insofern versuchen die natürlich dann auch hier sehr stark virtuelle Applikationen zu forcieren und sie sind momentan führend im Test von SAP auf Xen. Bei Red Hat, ja. Ja. Ja, und zwar erstmal danke für die Frage. Das interessiert sicherlich auch viele von Ihnen. Das Problem an Microsoft Windows ist, man kennt den Source Code nicht. Man weiß nicht, was das Betriebssystem macht. Der Hersteller hat dann versucht, das entsprechend anzupassen, aber es fehlt irgendwie so das Feedback aus der Community. Das heißt, es kann keiner von der Community sagen, schau mal, in Zeile XY von einem Source Code steht das drin, das funktioniert aber nicht. Und da ist die Iterationsstufe quasi, die Microsoft benötigt, um hier die entsprechende Qualität zu erzeugen. Die ist dann eigentlich dadurch gebremst, eben durch diesen Closed Source Ansatz und wird eigentlich dann nur dadurch wieder revidiert, dass dann wieder Hersteller herkommen, die versuchen, Linux im Enterprise-Segment voranzubringen, dass sie dann sagen, okay, wir testen das. Wie funktioniert das? Geben da Bug-Reports ein, ja, das funktioniert nicht und da ist die Performance besser, wenn man das und das macht. Und über dieses Feedback ist dann immer quasi diese Loop-Schleifen wieder gegeben, dass es dann immer weiter vorangetrieben wird. Aber Xen versucht dieses Problem andersweitig zu umgehen, weil man kann hier quasi wenig ansetzen, um das zu verbessern. Und hier wird eigentlich versucht, dann Virtualisierungstechnologien zu nutzen von Prozessoren, um dann hier eine Vollvirtualisierung zu erreichen. Bitte? Das können wahrscheinlich andere besser beantworten, die Windows einsetzen. Auf PowerPoint OS läuft es stabil, ja. Aber Realität sieht anders aus. Also die Frage ist natürlich, was Stabilität bedeutet. Stabilität ist ja natürlich auch nach Stufen gerichtet und für Standardanwendungen ist sicherlich ausreichend, aber für Produktivsysteme setzt man sowieso Linux ein. ja, wir haben SUSE gerade gehört, was macht Red Hat auf der anderen Seite? Im Prinzip das Allergleiche wie SUSE auch. Es wird versucht, mit dem RPM-System, das auch bei SUSE verwendet wird, wird versucht, die Installation möglichst einfach zu machen. Dass es möglichst auch bei den Anwendern, die teilweise jetzt sowohl die Windows-Welt als auch die Linux-Welt betreuen müssen, möglichst einfach umsetzen können.
Und auch Red Hat versucht, dass Anwendungen zertifiziert werden, spricht auch mit Herstellern wie Oracle, dass dann zum Beispiel die Datenbank in als virtuelle Instanz laufen kann. Wir sprechen hier von kleinen Installationen, große Oracle-Datenbanken wird man ohnehin schwer virtualisieren können. Hier braucht man Leistung, das erreicht man eigentlich nur durch physikalische Maschinen. Auch bei RHEL ist es so, dass Red Hat-Konzepte eingesetzt werden können zur Automatisierung. Kickstart zum Beispiel, dass virtuelle Maschinen automatisch nach einem gewissen Schema aufgebaut werden. Ist natürlich auch denkbar wie bei Debian, dass man sagt, okay, man macht dann eine automatisierte Installation nach einem vorherigen Test. Bei Red Hat ist aber auch so, dass es auch hier wieder Zusatzprodukte existieren, sowohl bei Red Hat als auch bei der freien CentOS-Fassung. Zum Beispiel das Global File System oder die Cluster Suite, und die sind eigentlich auch sehr stark auf das Thema Xen ausgerichtet. Zum Beispiel liefert die Cluster Suite schon entsprechende Fencing Agents. Wer das Thema schon mal gehört hat, es handelt sich hierbei um einen speziellen Clusterbegriff. Hier wird ein Fencing Agent mitgeliefert, der dann natürlich die Arbeit mit diesem virtuellen System stark vereinfacht. Und das Global File System als Cluster-Dateisystem ist ähnlich wie OCFS2. Auch wieder Voraussetzungen dafür, dass zum Beispiel Funktionen wie Live-Migration sehr einfach integriert werden können. Des Weiteren, und das gilt natürlich auch für SUSE Linux, gibt es natürlich auch von anderen Herstellern noch zusätzliche Konzepte, die dann auch wieder mit hinein harmonieren können. Bei Red Hat gibt es zum Beispiel das OpenShift Root Projekt, das von der Firma Artix entwickelt wird. Das passt hier auch rein, und das sage ich aber auch später noch. Ja, ich habe gesagt, Xen-Einsatz bei Artix. Was machen wir? Ja, ich habe jetzt versucht vorzustellen, verschiedene kommerzielle Lösungen. Ich will jetzt zeigen, wie man sowas einsetzen kann. Und als Beispiel, wie es bei uns in der Firma eingesetzt wird. Und wir sind eine relativ kleine Firma, die sich auf Linux spezialisiert hat. Bei uns kommt jetzt nicht eine kommerzielle Lösung wie beispielsweise Xen Source oder Virtual Iron zum Einsatz. Nein, wir setzen auf das Open Source Xen, das schon bei Red Hat Enterprise Linux oder bei CentOS mitgeliefert wird. Und wir haben versucht, das möglichst effizient in unserem Unternehmensalltag einzusetzen. Zum Beispiel, indem wir es verquicken mit einem unternehmensweiten Deployment Server, der zentral ähnlich von einem Red Hat Network zentrale Repositories bereitstellt, nicht nur für Red Hat oder für CentOS, auch für andere Betriebssysteme, meinetwegen Debian oder SUSE. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeiten, das Deployment von virtuellen Maschinen zu automatisieren. Da gibt es eben dann Autoyast-Konfigurationen, da gibt es dann Kickstart-Konfigurationen, und über PXE wird eine neue virtuelle Maschine dann einfach gebootet und kann dann sich von diesem Deployment-Server die Daten holen, und hier sind dann auch entsprechende Konfigurationen vorliegen, zum Beispiel welche Benutzer dann automatisch angelegt werden sollen, dass die Anbindung an LDAP funktioniert, dass dann beispielsweise schon Pakete für Webserver installiert werden oder zum Beispiel Cluster-Tools installiert werden. Das ist dann alles schon in den Kickstarts-Files mit drin, und es wird eigentlich dann nur durch Auswahl in einem Boot-Menü bestimmt, was diese neue virtuelle Maschine dann später werden soll. Hauptsächlich setzen wir es selber ein zur Konsolidierung. Wie jede Firma haben auch wir bestimmte Aufgaben, für die eigentlich ein physikalischer Server völlig überdimensioniert wäre. Die versuchen wir dann möglichst zu konsolidieren auf verschiedene Xen-Instanzen, um dann auch natürlich Strom und entsprechende Administrationsaufwand einzusparen. Wir haben selber natürlich auch eine interne Softwareentwicklung, und hier wird auch meistens erstmal auf einem virtuellen System getestet, das natürlich sehr einfach gebackupt werden kann und auch mal bei Bedarf einfach wieder neu aufgesetzt werden kann. Das Backup, ich habe es gerade angesprochen, das wird entweder direkt über das Filesystem gemacht. Bei Xen ist es ja so, die Images, die Konfigurationsdateien, die können einfach kopiert werden auf eine neue Maschine oder auf Band, je nachdem, wie man es haben möchte. Die Cluster-Systeme, die wir eingesetzt haben, die werden über ein zusätzliches Framework dupliziert, und die Bedienung von diesem System, die machen wir hauptsächlich direkt von der Konsole. Das hat einen Grund, weil wir sowohl für die Cluster-Administration als auch für die Administration der normalen Systeme oftmals nur über SSH auf diese Systeme draufgehen oder zum Beispiel eine virtuelle Konsole nutzen und weniger meinetwegen über VNC auf einen grafischen Desktop draufgehen. Das ist einfach uneffizient, vor allem wenn man über längere Distanzen dann auf die Server zugreift. Deswegen nutzen wir die XM-Konsole bzw. Frameworks, die darauf aufbauen, von Red Hat.
Die Gründe, warum wir Xen eingesetzt haben, und auch wir haben in der Firma vorher VMware Server eingesetzt, hat sich angeboten, da es kostenlos war, sehr schnell installiert werden kann und auch die Funktionalität geboten hat für ein kleines Unternehmen. Aber wir setzen Xen mittlerweile ein, weil es einfach performanter ist. Wir können viel mehr Maschinen auf einen physikalischen Host draufpacken, wie wir es vorher bei VMware konnten. Wir können eskalieren, ohne jetzt zum Beispiel einen Upgrade der Lizenz zu machen, was zum Beispiel für VMware irgendwann notwendig wäre. Egal, ob ich jetzt zum Beispiel zwei virtuelle Maschinen mit Xen betreibe oder irgendwann eine ganz große Infrastruktur habe, letztendlich ist es das gleiche Programm. Bei VMware ist es so, dass dann irgendwann auch mal upgegradet werden muss auf ein anderes VMware-Produkt, das dann einfach mehr virtuelle Maschinen unterstützt und entsprechend dann auch zum Beispiel mehr CPU-Cores dann auch zuweisen kann oder mehr Arbeitsspeicher und einfach performanter das Ganze handelt. Die Steuerung von der Kommandozeile habe ich schon angesprochen, aber was vor allem auch interessant ist, die Arbeit mit den virtuellen Disks. Da das Format auch offengelegt wurde, kann es ganz einfach auch gemountet werden als Loop-Device und man kann dann direkt rein change-routen, kann da drin arbeiten und kann dann diese Modifikation dann sofort wieder live in Betrieb nehmen. Und das ist einfach gerade auch, wenn man im Clusterbereich Softwareentwicklung betreibt, ein gewaltiger Fortschritt, weil oftmals sind Installationsroutinen noch nicht fertig geschrieben und man hat hier die Möglichkeit, quasi die virtuelle Maschine direkt von der Konsole aus zu patchen. Und diesen Vorteil, den haben wir natürlich sehr genossen, als wir dann Xen eingesetzt haben. Der gute Support bei Community, der ist für uns auch sehr wichtig, ja. Das ist sicher eine sehr gute Idee, würde auch den Umweg über dieses Loopback-Device auf jeden Fall sparen. Gewissermaßen wird das auch schon implementiert, indem man zum Beispiel die virtuelle Maschine auf einem Classify-System hat und dieses Classify-System von anderen Maschinen auch quasi betreiben kann. Zum Beispiel ist es auch möglich, dass ein Root-File-System geteilt wird mit einer anderen virtuellen Maschine, dass dann zum Beispiel eine physikalische Maschine verbunden wird mit einer virtuellen Maschine und das Root-File-System auf ein Classify-System ist und dass alle gleichzeitig darauf zugreifen. So hat man die Möglichkeit, dass man durch virtuelle Maschine dann durch Änderungen in der physikalischen Maschine auch gleich verändern kann. Aber der Ansatz, mit dem direkt in Verzeichnis dann das hineinzumachen, das ist natürlich ein interessanter Punkt, aber ist mir jetzt bei Xen so direkt nicht bekannt wie bei OpenVZ. Danke für die Fragen. Was vor allem dann auch wichtig war für uns bei Cluster-Themen, da bewegt man sich teilweise in Bereichen, die jetzt noch nicht jeder ausprobiert hat. Und bei VMware ist es in der Tat so, dass viele eigentlich nur den blanken Virtualisierungsansatz sehen und nicht sehen, welche Möglichkeiten solche Technologien darüber hinaus bieten. Bei Xen ist es ganz anders. Wir haben hier wieder den Zugang zur offenen Community. Eine sehr große Community, sehr viele helle Köpfe, wo man dann auch natürlich Erfahrungen und Gedanken austauschen kann. Und das ist natürlich dann auch für beide Seiten wieder sehr wichtig. Man kann sich austauschen, zum Beispiel über Themen, wie Clustering besser vorangetrieben werden kann. Und natürlich war für uns auch wichtig, unsere Kunden setzen verstärkt Xen ein. Das heißt, wir müssen auch intern unser Know-how in Xen professionell quasi auch wiedergeben. Und das können wir nur, indem wir es authentisch selber auch einsetzen. Das ist einfach so, man kann nur Erfahrungen mit etwas sammeln, was man selber auch benutzt. Die Integration in den Disk-Shared-Root-Cluster war natürlich auch ein weiterer Grund. Das ist ein Produkt, was wir entwickeln als Open Source. Und da war es natürlich auch wichtig, dass wir eine Virtualisierungsplattform haben, die sich damit verbindet. Wie setzen wir es ein? Im Prinzip haben wir ein Cluster-System im Einsatz, das auf ein Shared Storage zugreift und darauf ein Betriebssystem installiert als Shared Root. Darauf läuft Xen und in diesem Xen laufen dann die virtuellen Maschinen. Teilweise auch virtuelle Cluster-Systeme. Es können auf solchen Systemen nahezu beliebige Infrastrukturen abgebildet werden. Man ist sehr flexibel, was vor allem die Gestaltung des Netzwerkes anbelangt. Und das ist auch sehr wichtig im Clustering-Bereich. Unter VMware hatten wir starke Probleme, wenn wir auf einer virtuellen Maschine zu viele Instanzen draufgepackt haben.
weil irgendwann das Netzwerk nicht mehr richtig geantwortet hat. Und bei Klassensystemen werden zeitkritische Informationen über das Netzwerk geschickt, sogenannte Heartbeats. Und wenn plötzlich dann diese Heartbeats nicht mehr rechtzeitig zu den Maschinen transportiert werden, wie es bei VMware der Fall war, dann haben wir das Problem, dass in der Klasse plötzlich nicht mehr, dass der Cluster plötzlich denkt, dass die virtuelle Maschine einfach weg ist und sagt, okay, die schmeiße ich jetzt aus dem Clusterverbund raus. Was natürlich, wenn man damit arbeitet und darauf irgendwelche Codebestandteile testen möchte, natürlich nervig ist, wenn dann immer wieder mal die Maschine aufgrund von einem Netzwerkfehler, der durch Überlastung des Systems kommt, ausgelöst wird. Seit wir Xen einsetzen, haben wir diese Problematik nicht, weil eigentlich diese virtuelle Bridge, die hier aufgesetzt wird, sehr transparent ist, die normalen Linux-Netzwerkfunktionen benutzt, die auch immer wieder im Einsatz sind und getestet wurden. Und es ist sehr performant und da haben wir eigentlich sehr stark die Qualität verbessern können von der virtuellen Infrastruktur. Ja. Ja. Wie sieht das aus? Ist es vorgesehen, dass Xen auch irgendwann einmal, zum Beispiel der VMware ESX-Server, virtuelle Maschinen überwachen kann und sieht, wenn einen Knoten zu viel Last hat, wie es auf den anderen Knoten zu schieben? Der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung, aber ist momentan noch nicht so weit. Können aber teilweise kommerzielle Oberflächen, die das dann monitoren, überwachen, die bieten das halbautomatisch schon an. Beim normalen Xen-GPL-Fassung ist leider immer noch manuelle Anpassung vonnöten oder man skriptet sich was, also man zum Beispiel Überwachung macht, aber bei den ganzen Automatismen muss man immer betrachten, man überlässt dann einem Computer quasi die Auswahl, wenn er dann die Instanzen verschiebt und ich denke, dass hier eigentlich es effizienter ist, wenn man sagt, okay, ein Administrator schaut drauf, wie die Maschinen ausgelastet sind und macht dann eine statische Verteilung erstmal. Muss man leider momentan sagen, dass hier das Xen-Projekt noch nicht so weit ist, dass das dann völlig automatisch gemacht werden kann. Zu den Infrastrukturen ist aber zu bemerken, dass es Probleme geben kann mit der Xen-Bridge. Das ist natürlich ein Problem, wenn der Host, der eine virtuelle Maschine anbietet, ein Problem mit dem Netzwerk hat, das heißt mit der Bereitstellung der Xen-Bridge, dann haben natürlich an alle Maschinen, die da drauflaufen, das gleiche Problem. Das heißt plötzlich mal die Konnektivität weg. Das kann man umgehen, indem man selber Xen virtualisiert, selber Xen clustert und dann auf einer anderen Klasseinstanz dann die virtuelle Maschine verschieben kann, beziehungsweise dort neu starten kann und dann das System wieder verfügbar wird. Man sollte beachten, dass kritische Systeme auf jeden Fall auf mehreren Xen-Hosts verteilt sein müssen. Am besten dann auch dort Clustering eingesetzt wird, dass dann vor einem Ausfall von einem System dann das andere System weiterarbeiten kann. Und natürlich sollte der physikalische Server, der für Xen verwendet wird, natürlich auch entsprechend redundant aufgebaut sein. Das heißt Anbindung an ZAN redundant, Bonding Interfaces für das Netzwerk sollten verwendet werden und idealerweise selbst geclustert sein. Bei der virtuellen Maschinenmigration haben wir natürlich auch einen gewaltigen Vorteil. Wir können jetzt sagen, okay, der Server ist jetzt überlastet, ich möchte ihn vielleicht upgraden und ich kann dann alle Maschinen dann auf ein anderes System hinüber verschieben und kann dann das System mal zur Wartung herunterfahren. Solche Features hat man bei vMotion und der VMware. Unter Xen ist es natürlich sehr schön, dass man das dann kostenlos auch haben kann. Was muss man hier beachten? Das Gastimage sollte auf ein Shared Storage sein, das heißt, man benötigt hierfür einen NFS-Export oder man verbraucht ein verteiltes System, ein SAN oder ein SAN-Ersatz, zum Beispiel iSCSI oder DRBD oder GNBD, das sind alles quasi gespiegelte Block-Devices übers Netzwerk. Und man sollte ein Datenträger-Image auf einem Cluster-System im Idealfall halten. Dazu muss man sagen, dass OCFS 2 im Gegensatz zu GFS momentan noch nicht so viel Praxiserfahrung hat und auch noch nicht so weit ist und hier wahrscheinlich in der Praxis beim Linux-Einsatz wahrscheinlich hauptsächlich GFS eingesetzt wird. Source und Destination Host müssen noch im gleichen IP-Kreis sein. Das hat natürlich dann Probleme, dass man jetzt nicht irgendwie komplett standardübergreifend dann die Instanzen verschieben kann. Das ist dann auch wahrscheinlich ein Bandbreitenproblem. Derzeit ist es nicht möglich, voll virtualisierte Gäste zu übertragen. Das geht nur mit paravirtualisierten.
Und natürlich muss die Plattform bei der Übertragung auch gleich sein. Das heißt, ich kann bloß von einer 386-Umgebung auf 386 übertragen oder unter eine 64-Bit-Umgebung. Und es muss auch eine Freigabe erfolgen. Das heißt, die Sensor müssen konfiguriert sein, dass eine Verschiebung der Applikation überhaupt erfolgen darf. Aber man muss ja auch sagen, dass hier die Sicherheit noch nicht so groß geschrieben wird. Es erfolgt hier keine Authentifizierung und die Übertragung selbst nicht verschlüsselt. Das heißt, sowas sollte man nur erlauben dann in einem speziellen abgesicherten Bereich für diese Maschinen. Wie funktioniert so eine Live-Migration? Das möchte ich noch schnell umreißen. Im Prinzip wird eine Migration gestartet mit einem XM-Befehl, XM-Migrate, --live, macht es dann alles im Live-Zustand. Dann gebe ich an, welche virtuelle Maschine ich migrieren möchte und sage den Zielhost, wo es hinverschoben werden soll. Was macht dann dieses Programm? Es reserviert entsprechend Ressourcen auf dem Zielsystem. Ist ja ganz klar, der Arbeitsspeicher muss übertragen werden und das ist natürlich vorzuhalten auf dem Zielhost. Der Arbeitsspeicher wird dann erstmal in großen Blöcken übertragen und diese Blöcke, die werden dann sukzessiv kleiner und man versucht dann immer Deltas zu übertragen. Und irgendwann hat man fast keine Unterschiede mehr zwischen dem Speicherinhalt von der einen Maschine zur anderen und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man kurz das System anhält und auf dem anderen startet und dann auf dem einen System herunterfahren kann und auf dem anderen dann weiter betreibt. Diese Verzögerung ist für den Anwender in der Regel nicht merkbar. Es können natürlich hier und da mal Stellen sein, wo es hakt, aber in der Regel sind wir da deutlich im Millisekundenbereich und zum Beispiel sehr anschaulich, mein Ping, der wird auf jeden Fall weiterlaufen während so einer Live-Migration. Also die virtuelle Maschine ist weiter erreichbar. Ganz wichtig ist auch für uns gewesen ein automatisiertes Setup der Maschinen. Wir haben festgestellt, das ist einfach sehr unwirtschaftlich, wenn man jedes System manuell installiert. Das heißt, das hatten wir ja schon immer gehabt, zum Beispiel, dass man ein RAID-System nimmt, eine Festplatte raus, beim anderen System wieder reinschiebt und dann lässt man das RAID-System wieder zurückbauen und schon habe ich ein geklontes System. Im Prinzip ist es ja nichts Neues, dass man sich immer wieder versucht, um eine Installation zu drücken und versucht dann, Systeme auf eine andere Art und Weise aufzubauen. Das war auch sehr wichtig für uns, dass wir hier auch Prozesse automatisieren können. Neuer Entwickler braucht eine Maschine, zack, mache ich sie mir aus dem Template wieder. Das war für uns natürlich eine starke Arbeitserleichterung und Xen bietet hier eine ideale Möglichkeit, sowas zu automatisieren. Vorgefertigte Images, ich habe gesagt, dass es davon noch nicht so arg viele für Xen gibt, aber es gibt sie. Zum Beispiel auf diesen Webseiten, da kann man sich bestimmte virtuelle Maschinen herunterladen, sind allerdings teilweise noch nicht so weit wie jetzt die vereinbarten Maschinen, die man kennt. Von bestehenden Systemen können auch Clones erstellt werden, die dann wieder deployed werden, aber die brauchen relativ viel Platz. Deswegen haben wir uns intern eher dazu entschieden, die Installation selbst zu automatisieren, zum Beispiel mit Kickstart, mit Preseeding oder mit AutoYast. Erfordert zwar zunächst einmal einen etwas höheren Aufwand, aber dieser zahlt sich dann aus, weil es dann immer wieder verwendet werden kann. Und vor allem ein Betriebssystem-Update würde nicht bedeuten, dass die Images, die ich erstellt habe, veraltet sind, sondern ich kann dann einfach sagen, ich installiere von einer neuen Distro und kann mit wenigen Schritten einfach die Installation, die automatische, neu anpassen. Die Vorteile, es muss nur ein Xen-Knoten, der Vorteil von Xen mit dem OpenShared Root-Konzept, was wir verfolgen, das heißt mit dem einen Root-File-System, das über mehrere Clusterknoten geht. Wir versuchen damit die Verwaltung von Xen zu vereinfachen, das heißt, wir haben, egal ob wir jetzt irgendwie 3, 4, 10 Xen-Server miteinander verbinden, nur ein Root-File-System für dieses Xen zu verwalten. Das heißt, wir haben nicht das Problem mit dem Gleichhalten der Konfiguration für Xen, das heißt die, zum Beispiel die virtuellen Netzwerke, die definiert werden, die Einstellung für die virtuelle Maschine, die sind nur ein einziges Mal auf diesem Root-File-System vorhanden und werden über ein Cluster-File-System an alle anderen Xen-Knoten verteilt. Das heißt, wir können hier eine Änderung machen und haben sie sofort auf unseren ganzen Xen-Instanzen ausgerollt. Aber neben dieser einfachen Konfiguration haben wir auch den Vorteil, dass wenn das Root-File-System selbst quasi ein Cluster-File-System ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, schon mal alle Voraussetzungen für Live-Migration zu erfüllen und ich brauche keine weiteren Vorkehrungen zu treffen. Es ist auch sehr schön zu sehen, dass irgendwie die Kurven von Xen-Auslastung immer stärker anwächst und irgendwann habe ich die Entscheidung, okay, die Server, die ich dort stehen habe, die reichen nicht mehr, ich muss meine physikalischen Ressourcen aufstocken. Im Falle von einem gesharten Root-File-System muss ich nur einen weiteren Knoten hinzufügen
und er bekommt dann über seine MAC-Adresse dann automatisch einen Platz in dieser Cluster-Konfiguration und fährt ohne eigene lokale Platten hoch und verbindet sich dann zu diesem Zen-Konstrukt. Für uns eine schöne Möglichkeit, um vor allem zu wachsen, wenn das Unternehmen wächst und wir müssen nicht die Hardware für die Xen-Ressourcen schon vorher bereitstellen. Was wichtig auch ist, dass wir eine Möglichkeit haben, Bare Metal Wiederherstellung des Systems zu haben und da nutzen wir eigene Technologien, die wir mit Shared Root implementieren. Und wir nutzen die Plattform dann auch nicht nur für Xen, sondern verwenden sie für andere Unternehmensaufgaben. Das heißt, wir müssen das Know-how, das wir hier haben, eigentlich dann nur anwenden auf die Xen-Struktur und müssen hier nicht besonders umdenken. Letztendlich sieht es so ungefähr bei uns aus. Das heißt, wir versuchen auf möglichst vielen Bereichen eine Clusterstruktur zu verwenden. Auf Teilen von diesen Servern befindet sich dann Xen und auf den restlichen Servern im gleichen Cluster-System können dann andere Aufgaben des Unternehmens realisiert werden. Wir haben auch eine Möglichkeit geschaffen, um sich ganz einfach einen Xen-Cluster hinzustellen. Wir haben die Installationsmedien von CentOS haben wir angepasst. Es wird ein weiterer Wizard hinzugefügt, der die Cluster-Konfiguration ermöglicht und über einfaches Next, 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 zwei Eingaben, Next, 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 können wir ein System installieren, das geclustert ist und bereits dann auch schon ein lauffähiges Xen hat. Und diesen Cluster kann man dann, wie ich schon gesagt habe, dann um weitere Knoten erweitern. Es ist ein Open-Source-Projekt. Wer Interesse hat, kann sich das gerne anschauen. Auf dieser Seite open-sharedroot.org bzw. auf FrostCon wird dann auch die Präsentation von heute verfügbar werden. Ja, es ist natürlich so, die Technik, die darf die menschlichen Fähigkeiten nicht ersetzen. Wer Xen einsetzen möchte, der hat natürlich erstmal auch internes Know-how aufzubauen. Und da ist es wichtig, dass man sich dann vor allem intern auch Leute hat, die sich damit tagtäglich beschäftigen können. Das geht in vielen Firmen sehr schwierig, weil ein Administrator normalerweise bedingt durch seine Arbeit sehr viele Aufgaben in Unternehmen zu erfüllen hat und meistens nicht die Aufgaben, die er eigentlich am meisten machen möchte. Deswegen ist es manchmal sinnvoll, dass man sich einfach entsprechende Ressourcen dann auch beschafft und zum Beispiel eine Xen-Instanz auch installieren lässt oder auch solche Dienstleistungen sich planen lässt. Da bieten wir einen Mehrwert in Form von Consulting-Leistungen an und wir versuchen auch unser Wissen entsprechend auf OpenShareRoot.org, auch gerade im Zusammenhang mit dem Cluster-File-System GFS und dem gescherten Root-File-System auch öffentlich zu machen. Es gibt entsprechende Wikis. Wenn Sie da mehr Informationen über Xen und Cluster-Technologien haben möchten, sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich dort auf dieser Seite die entsprechenden Informationen einfach zu besorgen und die Pakete vielleicht auch mal selber auf einem System zu installieren. Ja, gerne. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch meinen Vortrag heute schließen und darf mich nochmal bedanken dafür, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ich wünsche Ihnen dann noch sehr viel Spaß mit dem nächsten Vortrag von den Herrn Tannenbaum, den ich natürlich dann auch gerne mit Ihnen zusammen anschauen möchte. Dankeschön.